Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Revisited, meinem Format, in dem ich Spiele mal wieder besuche, die ich schon längere Zeit in einem großen Video besprochen habe. Und heute war es mal wieder Zeit, das wunderbare Onward to Venus aus dem Regal zu holen, weil ich war gerade dabei, so ein bisschen, ihr kennt es vielleicht, das Regal ist voll, was haben wir schon lange nicht mehr gespielt, was kann weg, was müssen wir verkaufen? Und dann habe ich dieses Spiel rausgezogen und habe gedacht, also das war ja schon cool, oder? Ich weiß nicht, den müsste man erstmal spielen, bevor ich es verkaufe. Also auf den Verkaufsstapel gelegt, aber dann gesagt, wir spielen es mal. Und wunderbar. Wir hatten jetzt wieder eine wunderbare Session zu viert. Und Onward to Venus ist hier ein Strategiebrettspiel des interplanetaren Conquests, ja, für Jungs, Mädchen und voll erwachsene Menschen. Und das ist so ein Alternativszenario-Spiel, das total verspult ist. Und ich kann das nur so herleiten wie, was weiß ich, erst, also vor dem Ersten Weltkrieg, ja, die Preußen oder also Bismarck mit so Pickelhauben und irgendwie so, die haben dann den Krieg gewonnen oder gar nicht erst angefangen. Und wir sind praktisch in so einem Alternativszenario, wie wenn diese Leute jetzt im Weltall sind, ne? Und die Politik, die damals gegolten haben, wir haben hier die Deutschen, wir haben die Briten, wir haben die Franzosen und auch Russland und so. Und alles so ein bisschen wie bei Scythe, ja? Nur halt im Weltall mit so Retro-Science-Fiction-Optik, mit solchen fliegenden Raketen oder solchen Strahlenkanonen und irgendwelchen Marsmenschen oder sowas. Und das muss man erstmal mögen und auch verstehen, ja. Und wir fahren da mit Panzern und welchen Bodentruppen oder so, fliegen wir hinaus in das Weltall. Der nähere Umgebung um den Planeten Erde rum, nämlich die Venus, den Merkur, den Mars und noch ein bisschen Richtung Gürtel draußen. Und das sind kleine Planetchen, die nicht in so einer normalen viereckigen Karte hier rumliegen, wie normalerweise, oder Hexfelder, sondern nein, das sind einzelne Planetenscheiben, die hier liegen, wo man auch schön im Orbit und auf der Oberfläche und so rumfliegen kann. Und was wir hier machen, ist im Prinzip, wir bauen Minen oder Produktionsanlagen oder Fabriken auf dem Planeten, um da Rohstoffe zu schürfen, weil das produziert letztendlich Siegpunkte. Gleichzeitig haben wir auch Truppen, die nur auf der Erde geboren werden können und nicht woanders. Also müssen wir sie mit dem Schiff immer abholen und fliegen dann da raus und erobern dann halt Dinge und nehmen anderen Spielern das weg. Haben noch ein paar Karten mit krassen Charakteren drauf und je nachdem, welche Nation man spielt, haben die richtig coole Namen. Ich habe hier, wenn ich die Deutschen nehme, den Kapitän Ernst Kurzwattel, ja, der kann spielen. Ich habe hier noch den Ignaz Fraunhofer 3 gasangetriebenen Mechanzug oder so. Oder so krasser Scheiß. Und dann kann ich noch meine Ergebnisse damit pimpen. Und daher ist das so ein lustiges Spiel für Leute, die diesen Twist, diesen Humor verstehen. Geht ja auch ein bisschen in die Richtung mit dem Reise zum Roten Planeten, oder wie das Spiel nochmal heißt, wo ja auch so ein bisschen so ein Alternativ-Science-Fiction-Retro-Szenario ist. Wer sowas mag, wird sich hier gut wiederfinden. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, das ist so ein 4X-Weltraumstrategiespiel, aber das ist es nicht, es ist viel simpler. Man spielt es nur 3 Runden lang. Es gibt auch nicht so viel zu tun, was man da machen könnte in den Aktionen und so. Es ist relativ schnell auch vorbei. Es ist von den Regeln her sehr einfach, weil wir spielen hier zwar Franzosen, Deutsche und Russen und so, aber die haben alle die gleichen Einheiten, die gleichen Preise, die gleichen Fähigkeiten, das ist alles gleich und so, die haben eine andere Farbe. Und deswegen ist es leicht zu lernen, schnell zu spielen, kurzweilig und sorgt für ein paar Lacher und hat so ein paar so Eigenheiten, aber gehen wir einfach nochmal rein. Ich zeige euch das Spiel nochmal, dann reden wir nochmal drüber, was so Pro und Contra ist in dem Spiel. Los geht's, ja. Hier mal ein Blick über den Spielplan. Die Galaxie, nicht Galaxie, Schwachsinn, also das Sonnensystem, und aber auch das stimmt nicht. Also das verkleinerte Sonnensystem wird hier im Prinzip so planetenweise oder mondweise aufgebaut. Wir haben hier den Merkur, die Venus, die Erde mit ihrem Mond. Und dann geht es zum Mars und dann hört der Spaß auch schon auf, weil wir haben noch die Monde Ganymed und Titan hier. Was aber Blödsinn ist, weil das sind ja nicht die Monde vom Mars, ja, aber ist ein bisschen strange. Und dann gibt es noch den Kuipergürtel da hinten, also so ein paar andere Planeten, die halt nichts bringen, sage ich mal, haben wir einfach wahrscheinlich weggelassen. Das wird so die Idee gewesen sein. Und man baut es hier praktisch so reinförmig auf und lässt praktisch um den Orbit herum Platz, damit man, wie wir hier sehen bei der Erde, mit Einheiten und Raumschiffen das mal platzieren können. Und ihr seht auch schon hier, das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftige Optik, ne? Diese Pappmärkerchen, die hier überall rumstracken und das ist alles undurchsichtig. Aber ich sage mal, die klassischen Wargamer, die ja ihre Weltraumspiele immer mit Pappblättchen spielen, die kennen ja nichts anderes. Von daher muss man das halt ein bisschen gewöhnt sein. Aber es ist ja ein schnelles, abstrakteres, komisches Spiel.
passt dann schon. Ne? Also im Prinzip, wir haben hier die Planeten und auf den Planeten auch wichtig, gibt es immer solche Siegpunkte rein. Das ist im Prinzip, wer an diesem Planet am Ende vom Spiel die meisten Produktionswerte hat. Nicht die Mehrheit an Einheiten oder Flotten oder irgendwie ein Scheiß, sondern hast du Fabriken oder Minen drauf, die irgendwas produzieren, der Gesamtwert, der gibt dann vor, ob du erster, zweiter oder dritter Platz bist, und das sind Siegpunkte. Außerdem hat jeder Planet hier so eine Krise, die passieren kann, da gehe ich nachher drauf ein. Das ist, wenn zu viele Krisenwürfel oder irgendwelche Blättchen auf die Karte kommen, dann wird eine Krise ausgelöst und auf Mars ist natürlich die Invasion der Marsianer, während wir wissen ja alle, wie das hier läuft. Auf dem Mond gibt es ja die Mondmenschen, ja, das weiß ja jeder, die greifen dann halt an. Solche coolen Dinge werden da passieren. Und jetzt noch wichtig, beim Aufbau des Spiels oder am Anfang einer jeden Runde. Ich habe ja gesagt, das spielt man über 3 Runden, würden aus diesem Beutel hier solche Blättchen hier gezogen werden. Und die werden nach einem bestimmten Regelwerk auf die Planeten verteilt, je nachdem, wie viele Mitspieler da sind. Zum Beispiel ist eine Mine hier drauf, die man erobern kann. Es ist ein Platz für eine Fabrik drauf, wo man eine bauen könnte. Oder man hat so ein Token hier, wo man 2 Handkarten nachziehen kann. Es gibt noch ein paar andere Chips, ich weiß nicht, ob eins da ist. Ein Tension-Chip erlaubt einem hier überhaupt angreifen, also jemanden anderes was wegnehmen zu dürfen. Und es gibt noch so Krisenchips. Gucken wir uns nachher mal an. Ja? Geht bis darüber letztendlich. So. Und was man jetzt hier machen kann in einem Zug, ist im Prinzip, ich habe hier solche Playerboards, die sind nicht Teil des Spiels gewesen. Die hat ein lieber Nutzer hier hochgeladen bei BoardGameGeek und das Wichtigste zusammengefasst. Hat man schön die Preise nochmal, was die Einheiten kosten oder was sie produzieren, was man machen kann, was die Blättchen sind. Alles wunderbar, würde ich sehr empfehlen für das Spiel. Und dann steht im Prinzip drauf, was man machen kann. Und im Prinzip spielen wir immer reihum, ne, um den Tisch rum. Und wenn man dran ist, kann man eine von mehreren Aktionen machen. Die einfachste Aktion wird sein, sich zu bewegen. Und bewegen heißt im Prinzip von einem Planet zu den nächsten. Und die Reichweite, die man hat, ist 2. Wird sich auch nie ändern im Spiel durch irgendwelche Upgrades, Forschungssachen oder sowas. Das ist generell hier wichtig zu sagen. Wir mögen zwar unterschiedliche Fraktionen spielen. Ich habe hier Russland. Da drüben ist Großbritannien, die Deutschen, Germany gibt es hier auch noch, ja. Die sind aber alle identisch, ne? Also alle haben die gleiche Kampfstärke, alle haben die gleichen Einheiten, sehen alle gleich aus, keine Besonderheiten. Deswegen ist es hier schon sehr vergleichbar, was man tut. Und zwar gilt hier im Prinzip, ich habe Raumschiffe. Mit diesen Raumschiffraketen hier kann ich mich durchs Weltall bewegen. Und zwar 1 oder 2. Das ist die Maximalreichweite. Und in dieses Raumschiff passen so viele Bodeneinheiten rein, also Fußtruppen in dem Fall, wie ich möchte. Eine oder 20 oder wie auch immer. Aber was nicht geht, ist hier eine der fortgeschrittenen Bodeneinheiten, nämlich Panzer. Könnte ich auch hier bauen, wenn ich es irgendwo finde. Die dürfen da mal grundsätzlich nach den Grundregeln nicht mitfliegen. Könnte jetzt also sagen, ich nehme hier, nimmt da 3 von meinen Soldaten hier mit in das Raumschiff und fliegt 1, 2 weit und dann fliegt das Ding so im Orbit und hängt dann da rum, Zug vorbei. Ja, könnt ihr mal machen. Dann kommt der nächste Spieler dran und dann irgendwie macht der halt was und dann kommt wieder ich und meine nächste Aktion könnte sein, dass ich eines dieser Blättchen hier beanspruche. Und das will dann von mir, dass eine meiner Einheiten aus dem Orbit auf den Planeten runtergetroppt wird und sagt, ah ja, hier Factory. Ich würde gern eine Factory bauen und ersetze praktisch dieses allgemeine Factory-Blättchen gegen eines von meinen. Das bedeutet, dass nach Rundenende würde diese Factory dann Geldwerte produzieren. Das könnte ich machen. Ich hätte jetzt aber auch 2 Karten ziehen können. Oder ich hätte versuchen können, die Mine zu erobern. Da muss ich tatsächlich militärisch rangehen und nicht einfach nehmen. Aber bevor ich das jetzt genau erkläre, wollte ich eigentlich was anderes noch zeigen. Ich habe jetzt einfach mal nonchalant einfach mal behauptet, von der Erde zur Venus, über die Venus zum Merkur zu fliegen, kostet 2 Schritte. Das ist auch richtig so. Dann wäre der nächste Spieler dran. Die Spielregel erlaubt mir aber, wenn ich meine 2 Schritte, die ich habe, nicht brauche und weniger fliege, also nur eins, dann wäre ich zum Beispiel zur Venus geflogen. Ja, nur ein Schritt. Dann hätte ich sofort im gleichen Zug, weil ich ja noch was übrig habe, diese Claim-Aktionen sofort machen können, kostenlos mit. Ich hätte jetzt hier die Factory dann nehmen können, ohne dass ich warten muss, bis ich nochmal dran bin. Das ist wichtig, dass man das versteht. Und das macht es dann auch interessanter, dass der Weltraum hier oder das System dann so lang gezogen ist, weil da hinten mal schnell da zum Kuipergürtel zu fliegen oder so, das machst du nicht einfach so schnell. So,
Und im Prinzip machen wir das hier. Jeder fliegt dann mit seinem Scheiß irgendwo hin und claimt dann diese Blättchen. Weil er will hauptsächlich, will er Minen haben oder halt Fabriken. Weil ich hatte ja vorher gesagt, wer am meisten produziert auf einem Planeten, kriegt dann diese Punkte am Ende vom Spiel. Deswegen willst du das Zeug auch haben und du bekommst während der Runde damit auch Geld. Geld wird praktisch durch solche hübschen kleinen, wie man es halt immer schon hatte, so Pappmärkchen, Münzen gezeigt. Und mit dem Geld, da kommen wir dann zur nächsten Aktion, kann man Einheiten kaufen. Und zwar, man könnte Fußtruppen kaufen, man könnte Panzer bauen, wenn man eine Fabrik hat, oder man könnte ein Raumschiff bauen, wenn man eine Fabrik hat. Und die kosten halt 2, 3 und 4. Und man darf pro Zug, wenn man was bauen will, eine oder zwei Einheiten bauen. Das ist das Maximum. Und dann gibt es wieder ein paar Regeln. Die einfachste Regel ist einfach, da wo ich eine Fabrik habe, darf ich industrielle Einheiten bauen. Sagen wir mal ein Raumschiff oder ein Panzer. Hätte ich jetzt hier diese Factory, wie ich gerade im Beispiel gezeigt habe, auf dem Merkur, dann könnte die jetzt Panzer ausspucken oder die könnte Raumschiffe produzieren. Was sie nicht kann, ist Bodeneinheiten bauen, weil, das ist ja hier, wir sind ja in so einem Szenario, Menschen werden nur auf der Erde geboren und gezüchtet oder hergestellt oder was auch immer. Ich kann nicht auf dem Venus Leute bauen, das geht nicht. Die kommen immer von der Erde. Heißt im Prinzip im Umkehrschluss, ich muss ja immer wieder mal mit dem Raumschiff zur Erde fliegen, dort neu produzierte Truppen oder so einsammeln und weiterfliegen oder halt gleich ein Raumschiff mitproduzieren. Aber es dauert, ne? Das ist wichtig. So, und das erklärt auch dieses Problem, weil ich ja gesagt habe, die Panzer, die dürfen nicht mitfliegen. Deswegen produziere ich sie auf dem Planeten, wo sie praktisch was tun sollen. Ich werde sie aber nicht wegbringen können im Normalfall. So, und deswegen müssen wir jetzt mal über das Thema Minen oder sowas sprechen. Nehmen wir mal diese Mine hier. Wenn ich diese Mine in Besitz nehmen will, dann brauche ich Truppen. Und ich muss gegen diese Mine, sag mal, kämpfen. Ja, also die Kampfregeln kommen da zum Tragen. Rechts unten ist ja so eine coole Metallplatte abgebildet und das ist der Verteidigungswert der Mine. Die hat 3. Und ein Kampf läuft so ab, dass ich erstmal den Verteidigungswert hier betrachte, 3, und dann auch Würfel würfle. Immer alle 3 Würfel. Egal, ob da 1, 2 oder 5 oder so steht, immer alle 3 Würfel, die würfel ich. Und die Regel wäre jetzt im Prinzip da, dass ich von diesen 3 Würfeln den mit dem höchsten Wert nehme und den mit dem niedrigsten Wert. Der, wo zwischendrin liegt, der kommt weg. Und die Differenz zwischen diesen beiden Würfeln, nämlich 3 plus die 3, die da drauf gibt 6. Und 6 wäre dann praktisch der Wert, den ich durch meine angreifenden Truppen herstellen müsste, indem ich sie auf dem Planeten absetze. Und jetzt kommen ja diese Symbole hier zum Tragen. Auf meiner Rakete ist ja unten so ein Explosionssymbol drauf, so ein Bums-Symbol, sage ich jetzt zukünftig mal. Ein Bums-Symbol. Hier ist ein Bums-Symbol drauf und wenn ich einen Panzer dabei hätte, der hat sogar 2 Bums-Symbole. Also müsste ich so viele Truppen mitbringen und absetzen auf dem Planeten, damit ich die Zahl 6 insgesamt erreiche. Und dann gehört diese Mine mir, entferne dieses Plättchen und legt dafür ein Plättchen meiner Spielerfarbe drauf mit der Mine und sagt, juhu, hab eine Mine. Ich habe jetzt hier auf Venus eine Mine und wenn das so bleibt bis zum Ende vom Spiel, dann bin ich ja der Einzige, der auf der Venus was produziert, also habe ich Anrecht auf die 10 Siegpunkte. Es kommen natürlich andere Spieler und bauen da auch noch Minen und sowas, aber geht das denn? Nein, geht nicht, weil ich habe ja jetzt dieses Minenplättchen hier entfernt und jetzt ist keine Mine mehr da. Wenn jetzt Spieler gelb oder rot oder so kommen wollte und hier was erobern, der kann nicht einfach, das darf man nicht. Er kann mir nicht einfach diese Mine wegnehmen, das geht nicht. Aber die Factory wäre noch zu haben und diese 2 Karten-Nachziehgeschichte wäre noch zu haben. Dann wird es entfernt und dann ist die Venus leer. Aber zwischen den Zügen, also 1, Zyklus 1, 2, 3, wird ja immer wieder nachgefüllt aus dem Beutel. Das heißt, wir ziehen nachher wieder Chips nach und dann werden wieder Sachen draufgelegt. Und da könnte natürlich eine Krise dabei sein, eine neue Mine oder, auf was ich es jetzt gerade anlege, ist ein Tension Marker. Könnte in Runde 2 dann so aussehen. Und jetzt hätte ja praktisch Spieler Rot die Möglichkeit, hier zu kommen und einfach relativ friedlich auch eine Mine hier zu erobern, sodass er mit mir zusammen auf dem Planeten ist. Er könnte jetzt aber auch herkommen und sagen, ah, ein Tension Marker. Der Tension Marker sagt im Prinzip, diese Mine von Lila ist angreifbar. Und da ist die praktisch zum Abschuss freigegeben. Und der Verteidigungswert dieser Mine, deswegen Fragezeichen, sind jetzt diese Einheiten, die von Lila da sind, entweder im Orbit oder auf dem Planeten rumliegen. Über diese Zahl müsste praktisch Spieler blau, rot oder was auch immer drüber kommen oder erreichen, dann könnte er die Mine mir wegnehmen. Wenn ich jetzt aber hier mutig so weiterfliege und sage, ich fliege weiter meine Truppen, nächster Planet, dann ist der Planet unbeschützt und die Mine ist hier praktisch
einfach greifbar, weil ihr ein Tension Marker da ist und ich habe keine Verteidigungseinheiten, könnt ihr die einfach knallen und dann gehört sie ihm. Und deswegen muss man sich ein bisschen, wenn man den Plan hier anschaut, schon ein bisschen so verteilen und auch ein paar verteidigende Truppen zurücklassen. Kommt aber das Problem zum Tragen, dass gerade die Fußtruppenmarker, das sind nicht so viele da, die sind irgendwann mal weg. Ich weiß nicht, wie viel es sind, aber lass es mal 15 oder so sein. Wenn die im Spiel irgendwo unterwegs sind, dann war's das. Ne? Dann musst du warten, bis die sterben oder so. Ah, sterben, gutes Stichwort. Diese Würfel haben auch Totenköpfe drauf. Hätte ich beim Würfeln einen Totenkopf gewürfelt, dann hat er zwei Bedeutungen. Erstmal ist es die Zahl 0. Ich habe ja gesagt, der kleinste Wert und der größte Wert, die Differenz zwischendrin, also von 0 bis 5 wäre 5. Und außerdem sagt der Totenkopf, wenn ich einen würfel, nach dem Kampf, nachdem es abgewickelt ist, stirbt eine meiner Einheiten. Ich kann es aussuchen, welche. Und so kommen die auch wieder praktisch zurück in den Vorrat, wenn es dumm läuft. Ja? Das war jetzt im Prinzip schon eigentlich das Große und Ganze vom Spiel. Ich habe aber noch ein paar Karten. Jeder Spieler hat so ein Handkartendeck. Die kann er jederzeit ausspielen für die Situation. Ich habe hier so einen Schützen-Sniper-Rifle, das macht zwei Bums. Ich gebe das ab und könnte zwei Bums bei meinem Kampf dazu tun. Die Dame hier, die lässt mich einen oder mehrere Würfel neu würfeln. Was weiß ich, ich habe hier, alle meine Panzer haben nicht zwei Bums, sondern die haben drei Bums, wenn ich diese Karte spiele. Admiral Sjerjakov Sedots, der sagt im Prinzip, ich kann, die Regel, die ich vorher gesagt habe, was nicht geht, kann ich jetzt hiermit überschreiben. Ich kann Panzer mit meinen Raumschiffen in einer Bewegungsaktion transportieren. Von der Erde woanders hin, wenn ich die Karte spiele, die ist dann danach weg. Und so gibt es hier eine mega, mega Stapel mit lauter Regelkarten, die irgendwelche Sachen machen. Wenn ich irgendwas ziehe oder andere Waffen, die ein bisschen kleiner sind oder was weiß ich. Ich habe hier... ich darf Einheiten, die auf dem Boden rumliegen, wieder zurück in den Orbit schicken und habe die praktisch dann nochmal zur Verfügung. Meine Infanterieeinheiten, zwei Movement extra, ich kann weiter fliegen und weiter und so fort. Und ihr seht schon, der Reiz kommt ja praktisch aus diesen krassen Grafiken und was da für Zeug drauf ist und für alte Technologie und so Zeug hier. Ne? Oder auch Angriff der Marsianerinnen oder sowas. Ich darf nochmal eine Aktion machen. Lady Shipping lässt mich drei Geld nehmen und so weiter und so fort. Also so, deswegen sind auch diese Kartennachziehgeschichten hier recht wichtig, weil sonst komme ich da nicht ran. So, jetzt muss ich noch zwei Sachen erklären. Erstens mal die Passaktion. Wenn ich drankomme und ich weiß gerade nicht, was ich so tun soll oder will noch mal ein bisschen warten, dann liegt hier ein Kärtchen mit Würfeln drauf, Anzahl der Spieler plus 2. Und ich komme dran und sage, ich möchte nichts machen, dann nehme ich einen Passwürfel runter und lege ihn zur Seite. Habe ich gepasst, nächste kommt dran und wenn ich wieder in der Reihe bin, darf ich schon wieder mitmachen. Ist nicht so, dass ich dann immer gepasst bleibe. Und so nimmt jeder nach und nach mal so ein Würfelchen runter, nach und nach, bum bum bum, macht mal wieder was, nimmt vielleicht einen Würfel runter und wenn die alle weg sind, dann ist die Runde tatsächlich vorbei und Zeitalter der Ära 1 oder Periode 1 nennt das Spiel das, glaube ich, ist dann vorbei. Und wenn das passiert, werden die Krisen abgewältet. Und jetzt gucken wir mal, ich hatte doch hier eine Krise, genau. Wenn ein Marker drauf liegt auf dem Planeten und niemand tut was dagegen, indem er sie bekämpft, ne, der hat Verteidigungswert 3, dann bekommt man das übrigens, das ist ein Siegpunktwert am Ende vom Spiel, aber wenn die Krise da noch liegt, dann wird noch mal gegen Krisen gewürfelt und alle Totenschädel, die jetzt kämen, würden zu der Krise dazugelegt werden, falls da selber ein Totenkopf drauf ist, aber ist keiner drauf. Also easy. Dann haben wir eine Krise der Level 1 auf der Venus. Und jetzt muss ich schnell mal ins Handbuch holen. So, da bin ich wieder. Hier ist die Krisenübersicht. Wir gucken jetzt auf der Venus. Eine Level 1 Krise heißt, nichts passiert. Würden da zwei Krisenblättchen drauflegen und vielleicht noch so einen Totenkopfwürfel dazukommen oder so, dann hätten wir eine Krise der Level 2 und 3 und dann würde praktisch, dass alle Spieler zwei Militäreinheiten entfernen müssen und alle, die man nicht entfernen kann, weil ne, not able to remove, okay, also weil gar keine da sind, dann muss man eine Mine oder eine Factory abreißen. Ziemlich übel. Und so ist es halt storytechnisch, das ist der venusianische Aufstand auf der Erde, falls es da Level 2 gibt, da werden die Roboter, die rebellieren praktisch in der Fabrik. Da die Mondmenschen, habe ich ja schon gesagt und so, bla bla. Und so geht es halt weiter hinten auf dem Mars, Titan, da gibt es dann Weltraumpiraten und die greifen dann an. Ganz am Schluss, der Kuipergürtel ist sehr gefährlich, da ist Level 1 bis 3 nichts, aber bei Level 4 kommen dann Aliens ins Spiel. Und die Aliens, wenn man die nicht aktiv bekämpft, dann kommen die praktisch von da hinten und fliegen da über die Planeten drüber und räumen da alles ab, machen alles kaputt. Und wenn sie die Erde erreichen, verlieren wir alle das Spiel.
Aber es kommen so selten Krisen aus dem Beutel raus, die dann auch noch auf dem Kuipergürtel liegen müssen. Das habe ich noch nie erlebt, dass das passiert. Ich habe noch nie einen Alien gesehen im Spiel. Ja. Aber theoretisch müsste das gehen. Ja. So, jetzt haben wir aber echt alles gemacht. Ne? Also, das ist hier Onward to Venus. Richtig, hoppsa, Entschuldigung, richtig feines Spielchen. Das geht flott, drei Runden. Jeder hat eine begrenzte Anzahl an Zügen, weil irgendwann geben ja die Sachen aus, weil die sind ja dann alle auf dem Orbit und können auf dem Planeten können nichts mehr machen. Du hast kein Geld mehr oder Karten sind alle weg. Und dann wird beendet und wir spielen drei Runden. Und da passiert viel, es ist viel Bewegung drin. Du bist praktisch mal der Anführer auf Mars. Dann kommen aber lauter Leute, weil da neue Minen gezogen worden sind. Und dann machen die da deine Minen weg oder holen die da, kriegen dann die Siegpunkte. Und am Schluss ist dann relativ überraschend, wer gewinnt. Und das ist halt so ein bisschen der große Pferdefuß im Spiel. Man hat nicht wirklich so eine gute Übersicht. Ne? Also wenn hier lauter so Zeug da drauf liegt, Raumschiffe und Minen und Factories und verschiedenen Farmen, du kannst nicht einfach mal da drauf gucken und sagen, ah ja, ich sehe schon. Nee, das ist total unübersichtlich. Ne? Weil ja auch diese Chips hier, die haben ja alle die gleiche Größe. Ich kann ja gar nicht sehen, ist das eine Mine oder eine Fabrik? Und zähl mal zusammen, wir hatten jetzt hier die Hoheit, da liegen auch noch die Truppen drauf. Ach, und da einfach mal zu erkennen, wo führe ich ihn gerade, da muss man lange hinstarren. Da wäre es viel besser gewesen, wenn die Minen und die Factories irgendwie eine andere Form oder so hätten, damit die mehr rausstechen oder ein 3D-Plastikmodell oder sowas. Würde viel helfen. Und von daher hat man so ein bisschen so ein Gefühl, ja, mir geht's ganz gut, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin überall. Aber bist du denn überall der Erste? Kriegst du denn auch die meisten Siegpunkte und so? Und reicht es dann am Schluss? Das ist immer so ein bisschen unklar. Genau, und das ist das Spiel. Und ich kann mir jetzt nur noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Das ist lustig und spaßig und kurzweilig und macht voll Fun und ist schon okay, leicht zu lernen. Die Lesbarkeit ist grauenvoll. Ja. Wer hat jetzt hat wo bin ich? Bin ich gerade Erster, Zweiter oder Dritter? Ich weiß es nicht. Ja. Da hat er echt ein bisschen Schwierigkeiten. Da fehlt im Prinzip so eine Art Siegpunktleiste, wo so ein Stand abgebildet ist. Aber hey, das gehört dazu. Und das ist so ein bisschen das Problem im Spiel und deswegen auch das Spielmaterial so ein bisschen strange. Aber das hat so einen richtigen Retro-Schick-Feel. Die Schachtel braucht auch nicht so viel Platz. Das hat mich damals bei der Offensive, bei irgendeinem Sale, auch nur 8 € gekostet. Warum soll ich denn dieses geile Spiel jetzt eigentlich wegtun? Weil es spielt sich eigentlich wunderbar, lässt da keine Fragen offen, es gab keine Streitigkeiten am Tisch, Unklarheit der Regeln oder so, ist alles klar. Manche Sachen funktionieren halt nicht so gut im Planerischen, weil du halt deine Truppen bauen musst, fliegst du da aufwendig hin, Panzer darfst du nicht mitnehmen und einen Planet übernehmen, der jemand anders gehört, darfst du nur, wenn da auch so ein Token drauf liegt, also wartest du auf den, dann kommt der nicht und dann bist du zu langsam, dann nimmt dir das jemand weg und das ist halt ärgerlich, aber es ist halt spielimmanent, ja, also da könnte es ja nichts dafür. Das ist dann halt, weil du da falsch geplant hast oder auch zu hohe Erwartungen oder so. Eine richtig feine Sache. Übrigens ist es von Martin Wallace, ein alter guter Bekannter, der ja viele tolle Spiele gemacht hat. Ich glaube, irgend so was mit England und Kohlen und Bierfässern und so, wo alle Leute voll abgehen und so. Das ist auch von ihm. Das interessiert nicht, aber A Handful of Stars ist auch von ihm und es geht ja in die gleiche Richtung und so. Also ich mag den Mann schon, weil der solche coolen, krassen Spiele gemacht hat. Wer auf sowas steht, da kommt man, glaube ich, immer nur relativ gut ran an das Spiel. Und ich habe auch gesehen, dass es auch mal eine Special Edition gab mit Holztokens anstatt Pappe. Das wäre vielleicht ganz interessant, wenn das dieses Problem der Übersichtlichkeit behebt. Aber vielleicht drucke ich mir einfach aus dem 3D-Drucker irgendwelche kleinen Mini-Fabriken aus oder Mini-Minen oder so, damit man die da drauf setzt und dann plötzlich auf einen Blick, ah, Lilla hat da drüben eine Fabrik oder so. Das würde das größte Kritikproblem, den größten Kritikpunkt des Spiels dann schon mal beheben. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was auf den Radar bringen, was ihr noch nie gesehen oder gehört habt. Und verweist bei mehr Details auf mein altes Video von damals. Keine Ahnung, ob das was taugt. Wird schon gehen, ne? Aber im Prinzip habe ich gerade alles gezeigt, was man über das Spiel wissen muss. Reicht auch dieses Video dann. In diesem Sinne, bis bald und man sieht sich wieder. Tschüss.